So, grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Jump Light Odyssey. Mit mir, dem Fuchsel, und immer noch mit jede Menge Wasserproblemen. Dafür haben wir Strom jede Menge, sehe ich gerade. Okay, Nahrungsmittel geht aktuell. Aber jetzt wird es halt trotzdem immer knapper halt. Geschützturm. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier nicht irgendwo so Sauerstoffsachen einfach abschalte. Kosten ja auch ein Wasser. Okay, also das erste Mal brauchen wir müssen wir kurz überlegen. Wir stellen jetzt will es nicht verbrauchen. Wir könnten auch hier in den Raum hier die Dinge reinbauen. Wasseraufbereiter. Okay, Türen brauche ich nicht. Ich brauche Wasserkondensator. Ich weiß nicht, ob mehr Kondensatoren besser sind. Komm, Metall. Ja, Metall wird schwierig. Aber lieber erstmal mehr Kondensatoren. Und Tanks dann gegenüber. Weil ich glaube, wir müssen eher produzieren. Das andere ist ja nur zum Lagern. Boah, mal Strom hier drin natürlich. Und Sauerstoff selber. Sollen wir hier doch noch einen Kondensator reinsetzen? 1, 2, 3. Da kommen wir uns einfach voll. So, kostet jetzt einen Haufen Metall, aber das müssen wir halt noch anschaffen. So. Ja, ich weiß. Ich weiß. Dann müssen wir die wieder auf Mission schicken. Okay, der Feind drückt uns langsam auf die Pelle. Oh, hier kriegen wir kein Metall raus. Ist wahrscheinlich der Sprung ins Initiate in 5, 4, 3, 2, 1. Laufen wir einfach mal, dass ein Planet in der Nähe ist, dass ihr hinspringen könnt. Weil zurückspringen ist keine Option. Da ist kein Planet in der Nähe. Das könnte zu einem Problem werden, nicht in Sprungreichweite. Okay, dann haben wir so gesehen fast 40 Minuten Zeit, hier wegzukommen. Sehen Kalibrierung, den hier, sobald genug Sprung, blablabla. Sprung, die Container, der sammelt einfach nur mehr. Den hier, 20% der Sprung, die nur kalibriert werden. Bietet Genius-Roboter, lädt Batterie. Okay, hier wird nicht die Reichweite erhöht. Sprunglichts. Aber vielleicht brauche ich einen Container einfach nur, damit ich auch mehr lagern kann. Ins Wasser steigt jetzt wieder. Jetzt sind wir bei 300.
Ja, ich weiß. Ich weiß, aber wir können nichts anderes machen. So, auffinden. Sondieren erstmal. Sondiert ihr erstmal die Lage. Und die anderen schicken wir jetzt einfach mal blind rein, dass sie nach Ressourcen suchen. So. Kann ich hier nur irgendwie meine Sprungreichweite erhöhen? Ich glaube, man muss wirklich nur einen Container bauen, damit die Reichweite erhöht wird. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Man konnte den Bau hier ja auch priorisieren. Rum. Warte mal zurück. Ach. Was kostet so ein neuer Kalibrator? 12, 20, nee, so viel kriegen wir nicht hier. Das klappt wohl nicht. Okay. Hat der alles? Für Betrieb notwendig 15 Energie. Energie haben wir ja mehr als genug. Okay, es fehlt noch 2 Metall. Okay, was will denn er hier? Sprungreichweite ist dadurch begrenzt, dass viel Sprunglicht beim Kern aufnehmen kannst. Du kannst Maximum erhöhen, wenn du die Sprunglichtkondensatoren in den Maschinenraum bauen lässt. Arbeite ich doch gerade dann, oder? Kalibrator. Ja, nee, ist in der Arbeit. So. Okay, was will sie hier? Gesundheit, Hunger, bla bla bla, Nahrungsmittel. Ja, habe ich doch, wir haben 57 Nahrung sogar. Was will sie hier? Captain, ich schlage vor, nicht benötige Objekte zu zerlegen, Materialien anderweitig zu verwenden. Verzweifelte Mahlzeiten. Durch Objekte im Baumodus, mein Teil, der für den Bau verwendeten Ressourcen zurückzuerhalten. Ein Objekt löschen. Ich bin überlegen, ob ich hier nicht den kompletten Raum hier wieder auflöse. Kann ich den kompletten Raum auch auflösen? Ging eigentlich. Ja. So. Weil hier bekomme ich ja wesentlich mehr raus als in den kleinen Raum da oben. Ich weiß auch nicht, wofür ich den kleinen Raum hier eigentlich brauchen könnte. So. Aktuell läuft die Lage immer noch nicht gut. Die Probleme steigern sich. Alles in Ordnung, wir kriegen es hin. Wir werden so ähnlich verrecken. Raumschiff war ein Erfolg. Okay, was hat denn der gemacht? Sondiert, oder?
Steigt mal aus, Leute. Okay. Ressourcen extrahieren. Okay, dann sollen die Ressourcen extrahieren. Das soll das Schiff auch mal aufwerten. Schatz, dass man nirgendwo einsehen kann, wie lange das andere Schiff unterwegs ist. Was hätte ein neues Schiff kosten? Zu viel. Um es einfach auszudrücken. So. After Deck. Okay, die bauen da gerade. Was Kondensator gebaut. Haben die das Ding schon gebaut? Fehlt immer noch Metall. Okay, die waren erfolgreich, was auch wieder weniger. So. Okay, braucht ihr jetzt nicht weggehen, der kann gleich wieder losfliegen. Ist müde, verletzt, keine Ahnung. Eine halbe Stunde haben wir noch. Eine halbe Stunde haben wir noch. Aber theoretisch, wenn... Weil wir da jede Menge Zeit drauf geben. Sag mal, wird jetzt eigentlich das Teil auch priorisiert gebaut? Irgendwie ist kein da Schwein dahin unterwegs. Die Abteilung wird dafür sorgen, dass der Befehl mit Priorität ausgeführt wird. Ja, aber gut, wer übernimmt das denn hier? Leute, wenn ihr sterben wollt, dann halt, lasst euch ruhig noch mehr Zeit. Kein Problem. Ihr müsst mal so ein Gefühl für Dringlichkeit entwickeln, Leute. Ich bin gerade dabei. Hoffnung steht für Vertrauen der Besatzung mit ihren Captain. Die Moral der gesamten Besatzung entwickelt sich mit der Zeit in Richtung Hoffnung. Die Hoffnung nimmt jedes Mal ab, wenn ein Besatzungsmitglied stirbt oder sich der Verzweiflung hingibt. Hoffnung nimmt zu, wenn ein Versprechen erfüllt wird. Gegebene Versprechen. Euphoras Versprechen. Niemand wird zurückgelassen. Halte Hoffnung für jede gerettete... Gerinderte, Gender, Chose, Male, Female, Neutral, Zivilist, Zivilisten, Zivilperson. Ja, gut. Raumschiff kehrt zurück. Okay, Metall wird immer weniger benötigt. Haben wir noch eine Mission für die? Suchen und retten. Nee. Kampfpatrouille. Ah, Trümmerausbeuten. Hier wird es angezeigt, wie lange die brauchen. Suchen und retten. Ich weiß halt nicht, ob die hier auch was essen tun, die... Zivilisten, ob die auch Wasser benötigen, etc.
Erstellermaterial her. 25 in letzter Stunde. Okay, warten wir einfach noch mal ein bisschen, bis die anderen da sind. Sollte eigentlich erfolgreich sein, aus die 5% schlagen zu. Na? Ja, wo bleiben sie denn? Ja, wo sind sie denn? Da sind sie. Okay, war ein Erfolg auf jeden Fall. Okay, wir sind wieder im Plus. Okay, die sollen sich ausruhen, weil mehr kann man aktuell eh nicht machen. So, könnt ihr jetzt bitte mal den Sprunglichtcontainer mal ausbauen? Bitte? Dann erhöht das wahrscheinlich so gerade so. Ich weiß nicht, ob ich zur Sicherheit nicht doch noch einen zweiten hinsetzen soll. Material hat man genug da. Gehen wir auf Nummer sicher und bauen noch einen zweiten. Gut, genügend Material sind jetzt da. Die beeilt sich auch schon. Wird gebaut. Jetzt braucht es halt ein bisschen. Komm schon. Okay, die anderen bringen auch schon jede Menge Material ran. Reicht aber noch nicht. Ist er fertig? Er ist fertig, ja. Okay. Können wir den Kurs berechnen? Okay, wir können es erreichen. Nicht ganz, aber wir können den hier erreichen. Wie viel brauchen wir denn dafür? 50. Vielleicht kommen wir sogar noch ein bisschen weiter. Jetzt warten wir einfach mal ab. Wir werden eh noch ein bisschen bauen. Wir haben 21 Minuten. Wir kommen den easy. Easy going, kein Problem. Ja, Radar müssen wir vielleicht mal ein bisschen erweitern. Okay, was bringen die anderen hier? Mitglied der Marinetruppe erforderlich. Schnelleres Bautempo. Tempo der Sprungkalibrierung. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist mein Gefühl für Dringlichkeit entwickelt. Wir haben zu wenig Material. Na dann halt nicht. Als ob wir genau das Metall aufgebraucht haben. Oh Mann. Immerhin sind die Wassergeneratoren fertig. Plus 50 in der letzten Stunde. Plus 45 in der letzten Stunde. Okay. Okay, stabilisiert sich langsam wieder. Als ob man den kompletten Raum. Kann man den Raum eigentlich kopieren? Schade. Jetzt hat er ihn gleich auf die andere Seite noch mit rüber gesetzt. Aber gut, ohne Metall kommen wir eh nicht weit. So. Sprungreichweite jetzt 60. Baut noch. ...40... ...60. Dann erhöht sich jeweils um 20. Oder? Ja. Gut, jetzt könnten wir sogar bis dahin fliegen. Zwölf.
62. Der ist ganz nah am Rand. Aber ich würde lieber auf dem mittleren Weg hier bleiben. Okay. Haben sie bis jetzt generiert. Wir haben noch 19 Minuten. Wozu müssen wir dahin fliehen? Ich tue lieber den hier anpeilen. Auf jeden Fall. Ich sammle noch so viel wie geht. Und dann schauen wir, dass wir rechtzeitig wegkommen. So. Was haben wir noch für Probleme? Wasser. Habt ihr das Fenster unten repariert? Ist immer noch kaputt. Ich glaube, das können sie gar nicht reparieren, oder? Das war Unterdeck. Ja gut, hier ist immer noch Beobachtungstür. Betrieb notwendig, ein Strom. Ah, verstehe. Es wäre irgendwie vorteilhaft, weil ich jetzt die ganze Zeit immer bei den Bauen habe ich immer wieder einfach Rechtsklick in den Raum reingemacht, weil ich dachte, ja okay, vielleicht klappt das ja. Ja, ja stimmt, kein Metall. Du musst trotzdem priorisiert mal. Ja, ja. So. Einige Besatzungsmitglieder sollten vom Hunger holen. So viel Hunger bei 31. Ja gut, wir verlieren halt jede Menge. Aber ich denke, wir könnten jetzt nochmal eine Balance mit den Einheiten hier einschalten wieder. Ja, aktuell läuft es mit dem Wasser wieder. Schalten wir mal die 5 hier ein. So, gespeichert. Wir haben aktuell keine Ziele mehr für das Schiff, oder? Na gut, ich würde sagen, ich tue jetzt hier einfach mal kurz pausieren. So ein bisschen, bis wir kurz vorm Sprung sind. Oder bis wir im Sprung sind, hole ich einfach rein, wenn es irgendwelche Probleme so gibt. Machen wir es so einfach mal. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit Deck für Deck durchschalten und überlegen, was wir tun. Weiß ich was so erstmal. Historische Gefahr steht bevor. Okay, die sind in 5 Minuten da, aber wir haben jetzt genügend Energie. Ich wollte nur gerade hier nochmal die restlichen Wassereinheiten nochmal einschalten. Oder zumindest 2 Stück, sage ich mal. So. Dann können wir losspringen. Ich habe jetzt den weitesten Ziel, was wir erreichen können, angewählt. Let's bring that star a little closer, shall we? Punch it. Jump light. In 5, 4, 3, 2, 1. Also den Griff gerade noch so entkommen. Kaum was sagen. So, Captain, wir riskieren Asteroideneinschläge, wenn wir hier noch länger bleiben. Okay. Wir nehmen uns gleich das nächste Ziel, das wir dann anfliegen, sobald es geht. 19 brauchen wir dafür. Gibt es hier irgendwelche Außenmissionen? Verdächtiger Impact, Sir. Captain, unser Logistikpersonal berichtet von Unstimmigkeiten bei unseren Nahrungsmittelvorräten. Es könnte eine schlampige Buchhaltung liegen oder noch schlimmer, an zootronischer Sabotage. Geh jetzt zum Flugdeck. Ja, was soll ich jetzt machen hier? Jetzt mit dir den Vorrat auf dem Flugdeck.
Aus mit 19. Wer immer das war, hat kaum Spuren hinterlassen. Wir müssen wachsam bleiben. Nao ist auch wirklich gerade ein Problem. Wir haben sogar 3 Eisen verloren. Jemand, das war der Bauprojekt oben. Okay, lass mal kurz überlegen. Wir haben jetzt halt 2 für 19. Gibt es hier irgendwelche Flugziele? Gibt es nicht viel, aber ein bisschen was. Sondierungseinsatz. Wir sollen sondieren. Wir sollen schon mal anfangen, Ressourcen abzubauen. So. Wie lange dauert es, bis die wieder da sind? Kein Timer mehr angezeigt. Nähern die sich überhaupt noch? Natürlich. Komisch. Okay, wir haben jede Menge Bedürfnisse. Wir haben hier einen Stinker. Wir haben Leute, die verhungern. Wir haben leider nicht genügend Material. Wir haben schon wieder 5 Metall verloren. Wofür brauchen die denn das Metall? Reparieren die das Fenster, weil sie hier so ein Gitter hingemacht haben? Dran. Macht er hier, sammelt er Energie? Okay, mal sehen. Wir haben jetzt halt... Sind hier irgendwo eigentlich Asteroiden? Eigentlich theoretisch, solange wir stillstehen, müssten wir eigentlich nicht getroffen werden. Die bewegen sich ja nicht. Trotzdem sollten wir schauen, dass wir möglichst schnell wieder wegkommen. Okay, mal sehen. Okay, Wasser ist inzwischen kein Problem mehr, so wie es aussieht. Zumindest haben wir uns da gut erholt. Dann schalte jetzt mal die restlichen Wasserdinger wieder ein. So. Nahrungsproduktion steigt aus, weil ich sehe. 5 in der letzten Stunde. Trotzdem sind die Leute immer noch am Verhungern. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht einfach nochmal so einen Wasseraufbereitungstank hier hinten hinbauen soll. Aber halt nur mit den Tanks halt eben voll, dass wir halt möglichst viel Vorrat haben. Mal eine Frage, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier den besseren Wassertank bauen möchte, dann brauche ich dafür, den hier. Raumschiff kehrt erfolgreich zurück. Dann brauche ich ja Wasserschalttafel im selben Raum. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht kann ich es irgendwo hinsetzen und dann passt das schon. Okay, was haben die weggebracht? Okay, jetzt setzt sie sich wieder in Bewegung. Okay, wie lange brauchen die, bis sie uns erreicht haben? 25 Minuten. 25 Minuten?
Ja, dann sind die aber richtig schnell unterwegs. Die Logistikabteilung hat eine nicht identifizierte Lebensform auf dem Flugdeck entdeckt. Wenn wir uns beeilen, können wir die Nahrungsmittel tief verstarrt attacken. Ein Schwein. Oink, Inspekt. Chips kommen, haben. Verdächtige Engpass 3. Ich fasse es nicht. Ein plejanisches Hausschwein hier auf dem Raumschiff. Keine Ahnung, wie es das alles überleben konnte, das arme Ding. Du hast ein Maskottchen entdeckt. Maskottchen arbeiten nicht, aber die inspirieren Charaktere, mit denen sie interagieren und heben die Moral auf dem ganzen Schiff. Dieb oder nicht, wer immer das war, gehört zu uns und soll versorgt werden, wie alle anderen. Ich habe keine Zeit dafür. Okay, Captain Ringles, Hunger stillen, Durst stillen, Hygiene stillen und Erholung. Hätten die auch schlachten können, hätten wir 100 Nahrung bekommen. Nee, das wäre fies. So, Wasser geht uns auf jeden Fall ziemlich gut, aber wir haben jede Menge Strom verloren inzwischen. Wie gesagt, es wäre Vorteil, wenn man es irgendwo einsehen könnte, wo Strom halt hingeht. Einfach so fliegt so. Muss auch eigentlich voll entspannt sein. Wie heißt, wenn ich hier den kompletten Raum hier zu einem Stromraum baue? Oder den hier wenigstens. Ein Kraftwerk. Okay, wir brauchen eine Tür. Luftdichte Fallgitter. Sollen wir es so hin? Okay. Kostet halt Metall, ich weiß, ja. Metall haben wir nicht. Verbrennungsreaktor. Verbraucht Biomasse, um 100 Strom zu erzeugen. Enthält bis. Okay, das ist Batterie. Kühlschrank. Kernreaktor. Erzeugt 50 Strom pro Stunde. Dann brauche ich die Schalttafel hier. Warte mal kurz. Nein. Beim Achterdeck hier ist doch irgendwo Strom gewesen. Das ist der Verbrennungsreaktor. Wenn ich jetzt einfach hier... Bleibt mal alles kurz stehen. Okay, ich tu mal. Warte mal, ich lasse die mal nochmal stehen. Nein, noch tun wir nur extrem viel produzieren. Wir brauchen das Ding hier. Besser wäre es in beiden Räumen, aber egal. Kann ich die beiden Räume nicht eigentlich vereinen? Nee, kann ich nicht. Laden löschen, ja. Ich möchte nur hier die Erweiterung da drauf bauen. Ich weiß nicht, wie groß ist denn dieser Kernreaktor? Oh, ich dachte, er wäre kleiner. Weil er füllt ja allein schon hier den kompletten Raum aus. Ja,
Der verbraucht aber nichts dafür, wenn man... Und der braucht Biomasse. Er braucht was, um 80 pro Stunde zu erstellen. Muss mal kurz überlegen. Hier steht aber nicht, wie viel Biomasse verbraucht wird. Gut, die Folge ist sowieso rum. Ich überlege mir mal, was ich mache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Okay, dann bis dann. Tschüss.